Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Heute geht es mal um ein Tipps und Tricks-Video von mir. Richtet sich natürlich heute hauptsächlich an alle Anfänger oder Neueinsteiger, die den Hype so ein bisschen von Season 2 mitnehmen. Es geht heute darum, wie man relativ schnell in diesem Spiel leveln kann. Was bringt das Leveln im Allgemeinen? Also man muss Erfahrungspunkte sammeln und man schaltet eigentlich hauptsächlich kosmetische Sachen frei. Alle paar Level gibt es ein Apex Pack und im Endeffekt wird man durch das Level nicht besser. Man bekommt keine starken Waffen oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich alles rein kosmetischer Natur. Was ich alles für Tipps für alle Anfänger habe, im Detail nach dem Intro. Where's my money, bitch? Ich sage euch direkt zum Anfang erstmal, was ist das Maximallevel, was man in diesem Spiel erreichen kann. Level 100 ist das Maximallevel und ihr seht hier oben dieses goldene Abzeichen. Das ist das Abzeichen, wenn man Level 100 erreicht hat. Ich glaube, alle 10 Level ändert sich so ein bisschen dieses Icon. Und natürlich, wenn du viel mit Random-Spielern unterwegs bist, zeigt euch das Icon auch, ob das ein guter Spieler sein könnte oder auch nicht. Muss natürlich nicht ausschlaggebend dafür sein, dass er wirklich gut ist, nur weil er schon Level 100 ist. Das jetzt nur mal am Rande. Ich möchte nochmal betonen, dass es hier hauptsächlich beim Leveln um kosmetische Sachen geht und natürlich ein bisschen Erfahrung im Spiel zu sammeln. Aber ansonsten bringt das Leveln eigentlich jetzt nicht so viel. Jetzt muss man noch differenzieren. Seid ihr bereit, euch den Battle Pass zu kaufen? Denn da gibt es hier und da auch noch zusätzliche Sachen, wo man ein bisschen schneller leveln kann. Ich sage euch jetzt erst einmal, wofür es alles überhaupt Erfahrungspunkte gibt und im Detail, was man vielleicht als Tipps, gerade welche Legende man am Anfang als Anfänger nehmen sollte. Und zwar habe ich hier schon Lifeline mal vorbereitet. Erkläre ich euch gleich, auf was ich da alles hinaus will. Für euch als Anfänger hauptsächlich. Für was gibt es eigentlich alles Erfahrungspunkte? Also, wenn man dem Gegner schon mal Schaden zufügt, den Vollballer, bekommt man Punkte. Für jeden einzelnen Kill bekommt man Punkte. Dann bekommt man pro Tag für jeden allerersten Sieg nochmal zusätzlich 500 extra Punkte. Man bekommt Punkte, wenn man den Kill-Spitzenreiter tötet. Was aber eigentlich eher zufällig passiert. Dann gibt es noch den Champion, den man töten kann. Also quasi in der Vorrunde gibt es einen Champion, der sich in eurer Runde tummelt. Wenn er den platt macht, bekommt er auch nochmal zusätzliche Erfahrungspunkte. Dann gibt es Punkte, wenn ihr einen Gegner finisht. Ihr könnt einen Gegner knocken, sodass der nur noch rumkraucht. Und die Teammates von dem Gegner haben dann die Möglichkeit, den noch aufzuheben. Ihr könnt ihn jetzt theoretisch runterschießen oder ihr könnt ihn finishen. Jede Legende hat spezifische Finisher. Geht an den Gegner, lasst Viereck gedrückt, dann könnt ihr den Gegner finishen. Da gibt es auch nochmal Zusatzpunkte. Der Nachteil beim Finishen ist, ihr könnt von den Gegnern während dieser Animation getötet werden oder angeschossen und danach wird diese Animation unterbrochen. Ist der Nachteil beim Finishen. Finishen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Dann gibt es Punkte auf Überlebenszeit. Je länger ihr überlebt, desto mehr Punkte bekommt ihr. Und da habe ich dann den Tipp von mir für Anfänger, nehmt als erste Legende erstmal Lifeline, spielt euch mit der ein bisschen ein. Überleben soll aber nicht heißen, dass ihr euch dauerhaft irgendwo verkämpfen solltet, nur um Erfahrungspunkte zu kriegen. Das wäre sehr, sehr bescheiden. Warum solltet ihr Lifeline anfangs vielleicht nehmen, um ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu kassieren? Lifeline hat eine Fähigkeit, das ist diese Drohne, die ihr hier seht. Wenn ihr die raushaut, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange das dauert, bis die sich auflädt. Ich glaube, es waren 30 Sekunden. Könnt ihr mich gerne berichtigen, für die, die das jetzt besser wissen als ich. Diese Drohne kann euch heilen und auch eure Teammates. Dauert ein bisschen, bis die heilt, aber wenn ihr mal keine Heilung habt oder aus einer brenzlichen Situation raus und euch schnell heilen wollt, ist Lifeline absolut perfekt dafür. Das Positive unter anderem bei Lifeline ist noch die passive Fähigkeit. Ihr könnt euch mit Spritzen schneller heilen als eure Mates und euer Schild könnt ihr schneller aufladen. Ist ein absolut positiver Nebeneffekt von Lifeline und sie hat als Spezialfähigkeit
ein Care-Package, was vom Himmel droppt. Da kann zum Beispiel eine lila Rüstung drin sein. Das ist die zweitstärkste Rüstung im gesamten Spiel. Was auch nicht verkehrt sein kann, da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr die ein bisschen abseits rausschmeißt, damit ihr da nicht weggeholt werdet. Dann gibt es nur für Season Pass Inhaber etwas, womit man auch schneller levelt. Das ist leider der Nachteil, man müsste Geld ausgeben. Man bekommt nämlich aller 10 Level diesen XP-Boost, Erfahrungspunkte-Boost. Da bekommt ihr auf Top 5 Platzierungen nochmal 10% Erfahrungspunkte obendrauf und das bekommt ihr aller 10 Level. Das heißt, es geht irgendwann bis Maximalstufe, könnt ihr maximal 100% Erfahrungspunkte jedes Mal obendrauf kriegen, wenn ihr eine Top 5 Platzierung bekommt. Und wenn eure Teammates den Season Pass auch haben und auch so einen XP Boost haben, bekommt ihr diese Erfahrungspunkte prozentual nochmal obendrauf, was richtig, richtig geil ist. Und damit komme ich schon zum nächsten. Spielt nicht mit Randoms, wenn möglich, sondern mit Freunden, die ihr in eure Party einladet. Das gibt immer wieder zusätzliche Bonus-Erfahrungspunkte. Ich blende euch jetzt mal hier grob ein Bild ein. Nach jeder Runde, wenn die beendet ist, bekommt ihr eine Statistik. Welches Bild war es? Das war's. Da seht ihr hier oben. Also es gibt natürlich für eine Top 5, Top 3 oder Top 1 Platzierung jeweils nochmal Bonuspunkte. Das ist auch klar. Je höher die Platzierung, also je besser die Platzierung, desto mehr Punkte bekommt man. Ihr seht hier zum Beispiel Match gewonnen, 1440 Punkte. Und ihr seht hier, neben dem Match gewonnen steht plus 60%. Das heißt, meine Teammates jeweils haben schon mal so einen Erfahrungspunkte-Boost drin. Und dann haben wir darunter die Überlebenszeit. Jetzt guckt euch die Überlebenszeit mal an. Wir haben diese Runde gewonnen und das Spiel ging fast 18 Minuten. Das sind nochmal 3000 Erfahrungspunkte obendrauf. Wie gesagt, ich rate aber jedem, kämmt euch nicht bis ins Ziel. Das wäre nicht so fein. Dann gibt es halt für jeden Kill 50 Punkte. Killspitzenreiter töten war, glaube ich, 500 Punkte. Und der Kill des Tages, wie gesagt, auch 500 Punkte. Dann Verbündete wiederbeleben oder respawn. Wiederbeleben heißt, wenn der euer Teammate down geschossen wurde, aber noch nicht komplett tot ist und ihr den wiederholt, bekommt man 25 Punkte. Fürs Respawn weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele Punkte man bekommt. Killspitzenreiter und mit Freunden spielen, das habe ich alles schon erwähnt. Dann gibt es gelegentlich aller paar Monate Events. Gab es bis jetzt erst zweimal. Das ist dann meistens über ein ganzes Wochenende. Da gibt es doppelte Erfahrungspunkte. Da solltet ihr jedenfalls definitiv sowas von drauf achten. Das macht einen mega, mega Unterschied. Und dann noch einen Tipp für alle Battle Pass-Inhaber. Es gibt ja tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Das ist eben der Nachteil. Bei Season 1 war es so, dass man mit dem Battle Pass auch mit dem, also dieser XP-Boost, so rum, das wollte ich sagen. Der XP-Boost, der richtet sich nur auf das Allgemeinlevel von eurem gesamten Fortschritt. Der XP-Boost ist nicht für den Battle Pass. Das ist eben der Nachteil. Und wie ich jetzt wirklich festgestellt habe, levelt man den Battle Pass nur mit den Herausforderungen. Finde ich ein bisschen schade, aber wenn man die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen beachtet, levelt man auch hier relativ schnell. Ich habe noch gar nicht so viel gezockt, muss ich sagen, und bin trotzdem schon Level 8. Also achtet auf die täglichen Herausforderungen. Wie es der Name schon sagt, habt ihr pro Tag 5 Herausforderungen, die ihr hier meistern könnt, wofür ihr Sterne bekommt und dann Stufen aufsteigt. Sucht euch einfach mal so ein bisschen die passenden Herausforderungen für euch aus, die ihr auch meistern könnt. Manche sind relativ simpel. Ich möchte jetzt nicht, okay, ich gehe hier mal, ich muss mal kurz das Bild hier wegmachen, damit ihr es besser seht. Es tut mir leid, dass ich das jetzt überblendet hatte. Wie gesagt, tägliche und wöchentliche. Skippt euch da ein bisschen durch. Der Nachteil bei den täglichen Herausforderung ist definitiv, wenn ihr mit einem Squad von 2 Leuten noch zusätzlich unterwegs seid, ihr habt nicht dieselben täglichen Herausforderungen. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, lass uns mal bitte da und da landen und lass uns mal die und die Herausforderung gemeinsam lösen. Das ist zurzeit nicht möglich. Es ist jetzt auch aktiv so, dass tägliche Herausforderungen, die ortsgebunden sind, eh erstmal rausgepatcht wurden, weil die einen negativen Einfluss aufs Spiel hatten, weil hier und da sich die Squads mitten im Flug am Anfang schon aufgeteilt haben. Und wenn du mit Randoms unterwegs bist, stehst du auf einmal alleine auf der Map, weil die irgendwelche täglichen Herausforderungen
meistern wollten. Das war ein bisschen sehr, sehr bescheiden, aber im Allgemeinen war es das mit den Level-Tipps so schon von mir. Jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn ihr vielleicht mal, gerade an meine Stammzuschauer, wenn ihr mal eine Idee habt, was ich vielleicht mal für ein Video über Apex Legends machen könnte, was ich noch nicht getan habe, irgendein Tipps und Tricks Video vielleicht, lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Ich wäre gerne dazu bereit, mir alle Kommentare durchzulesen. Ich gehe natürlich auch auf jeden Kommentar ein und gebe euch gleich ein Feedback, ob ich die Idee gut oder schlecht finde, ob ich es umsetzen kann, ob das für mich was wäre oder nicht. Nur eine Bitte von mir. Kommt mir jetzt bitte nicht, zeigt mir mal, wie man mit Kaustik zum Beispiel gut umgeht. Das würde ich vielleicht mit Charakteren machen, mit denen ich auch wirklich spielen kann. Aber ich bin kein Kaustik-Spieler zum Beispiel und deswegen bin ich der Meinung, das sollten nur Leute machen, die auch mit dem richtig gut umgehen können. Ich kann vielleicht generelle Tipps geben, das war es aber auch schon charakterspezifisch. Ich würde jetzt auch ungern vom Pathfinder zum Beispiel ein Video machen, mit dem spiele ich viel, aber das ist eher intuitiv und man muss viel üben mit dem Pathfinder. Das soll's an Tipps und Tricks für alle Anfänger, und das möchte ich nochmal betonen, es geht halt jetzt hier nicht um Pro-Gamer, die jetzt hier mich haten können, weil ich vielleicht nicht die Mega-Pro-Tipps habe. Es ist halt wirklich nur für Anfänger gedacht, die sehr schnell ein bisschen ihr Level pushen wollen oder vielleicht den Battle Pass. Ja, wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir mal zukommen lasst, wie ihr das Video fandet und vielleicht ein paar Ideen habt. Lasst dem Video bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Unterstützt ihr mich sehr damit. Ein Abo, wenn ihr neu seid und keine täglichen Infovideos oder Livestreams von mir mehr verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.